Ich lese ja immer eure Kommentare und viele von euch wünschen sich in letzter Zeit, dass wir mal viel mehr auf das Thema Umwelt eingehen. Und wieso eigentlich nicht? Weil das ist ein wirklich interessantes, großes, wichtiges und auch sehr spannendes Thema. Und dabei ist vielleicht gleich mal vorweg wichtig zu sagen, dass Fliegerei und Umweltschutz, beziehungsweise erst einmal viel mehr Umweltbewusstsein, das schließt sich nicht unbedingt aus. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch gar keine Frage, dass Flugzeuge und die Fliegerei einen großen und wirklich erheblichen Teil zur globalen Erwärmung beitragen. Dennoch ist diese ganze Thematik selbstverständlich eine Ecke komplexer, als nur zu sagen, ey, Flugzeuge sind echt doof für die Umwelt. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Da können wir wahnsinnig viele Videos zu machen, da gibt es wahnsinnig viele Themen, über die wir echt ein paar spannende Informationen rausfinden können. Und das machen wir dann auch. Heute betrachten wir das Ganze mal etwas allgemeiner und gucken uns diese Thematik einfach mal grob ein bisschen an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und gleich mal eine wichtige Information vorweg. Der Erfolg einer Fluggesellschaft, und das bezieht sich dabei vor allem auf den finanziellen Erfolg, der steht und fällt nicht nur, aber vor allem mit der Effizienz der jeweiligen Airline. Und das ist natürlich ein sehr vielfältig interpretierbares Wort. Aber erst einmal kann man wohl sagen, dass eine Fluggesellschaft entweder effizient sein kann oder eben nicht. Ist sie es nicht, dann wird die Fluggesellschaft früher oder später ihren Platz am Markt wieder räumen müssen. Ist sie es, dann kann man sich die Frage stellen, wie effizient die Fluggesellschaft operieren kann und wo man vielleicht gewisse Dinge noch optimieren kann. Denn es ist natürlich logisch, dass eine gewisse Fluggesellschaft effizienter operieren kann als eine andere Fluggesellschaft. Und gerade in der heutigen Zeit kann es extrem wichtig sein, vielleicht sogar alles sein, dass man effizienter operieren kann als der jeweilige Mitbewerber. Aber nur, weil eine bestimmte Fluggesellschaft effizient fliegen kann oder effizienter fliegen kann als der direkte Konkurrent, bedeutet es selbstverständlich nicht, dass sie umweltfreundlich fliegen kann. Es kann aber gleichzeitig bedeuten, dass sie umweltfreundlicher fliegen kann als der jeweilige Konkurrent. Und versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Wie gesagt, es ist ein bisschen komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht. Alle möglichen Fluggesellschaften, wenn sie nicht gerade staatlich subventioniert werden, müssen sich heute damit beschäftigen, jede noch so kleine Stellschraube in der täglichen Operation so zu drehen, dass sie so effizient wie möglich, aber gleichzeitig auch sicher und zuverlässig arbeiten können. Und dort gibt es dann verschiedenste Punkte, die die Fluggesellschaft auf der einen Seite effizienter machen können, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig umweltschonender fliegen lassen. Vielleicht habt ihr schon mal, nur mal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, vielleicht habt ihr schon mal etwas von einem sogenannten Continuous Descent Approach gehört. Der Gedanke bei einem solchen Anflug besteht ganz einfach, ganz grob gesagt, erst einmal darin, das Flugzeug so lange wie möglich auf der Reiseflughöhe fliegen zu lassen und die Maschine genau bis zu dem Moment dort oben zu halten, wo sie im Idealfall dann mit Leerlauf auf allen Triebwerken in einem Stück gleichmäßig bis zur Landebahn runtersinken kann, ohne dass die Piloten in dieser Zwischenzeit auch nur ein einziges Mal noch einmal Schub geben müssen. Dass das so nicht immer möglich ist und in der Realität natürlich noch verschiedenste Faktoren dazu kommen, wie zum Beispiel sich verändernder Wind, der dann einfach dafür sorgt, dass das so nicht funktionieren kann, wie man sich das vorher mal gedacht hat, das ist natürlich klar. Aber man hat sich darüber Gedanken gemacht und ein System entwickelt, das das Fliegen auf der einen Seite effizienter und gleichzeitig dadurch auch umweltschonender macht. Und das ist für die Fluggesellschaften und für die Umwelt auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache. Genau dieses Thema wurde gerade erst letztens vor ein paar Wochen in einer ziemlich neuen Fernsehdokumentation über Ryanair behandelt. Da ging es darum, dass die Fluggesellschaft scheinbar, ich weiß es nicht ganz genau, aber in dieser Dokumentation wurde es so gesagt, dass die Fluggesellschaft ihren Piloten wohl bis zu 4 Simulatorstunden gibt, in denen man sich nur mit diesen sogenannten Continuous Descent Approaches beschäftigt. Ein gern geschriebener Kommentar unter dieser Dokumentation bzw. unter diesem Video war, ja, war ja mal wieder klar, Ryanair, die wollen nur Geld sparen, 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 sparen. Aber es ist doch jetzt nicht verwerflich, weil es ist eine total sinnvolle Strategie, die spart Sprit und die erspart der Umwelt und den Leuten, die sich in der Nähe dieses jeweiligen Flugzeuges befindet, vor allem auch eine ganze Menge Lärm. Und solange es die aktuelle und individuelle Situation, in der sich das Flugzeug und die Besatzung des Fliegers befindet, zulässt, dann ist es doch nur clever, in einem Stück und mit so wenig Schub und so wenig Leistung wie möglich zu sinken, anstatt dann Etappe für Etappe, Höhe für Höhe immer weiter runter zu sinken und auf der jeweiligen Höhe dann immer noch mal Dutzende Kilos Sprit zu verbraten, um dann die jeweilige Höhe halten zu können. Also Dinge, die mehr Effizienz bringen, können eine Fluggesellschaft gleichzeitig auch umweltschonender machen. Dann gibt es auf der anderen Seite leider aber auch wieder Dinge, die eine Fluggesellschaft zwar umweltschonender machen würden, aber sie halt eben nicht effizienter fliegen lassen würden. Zumindest nicht aus Sicht eines Airline-Chefs. Auch dafür gibt es selbstverständlich eine ganze Menge eindrucksvolle Beispiele. Wie wäre es mit den zahlreichen im Flugzeug meist nur einmal verwendeten Plastikbechern?
und auch alles andere, was man sonst beim Service bekommt oder was man in der Hand hat oder so, das ist meist alles aus Plastik. Die IATA hat gerade vor ein paar Monaten erst ausgerechnet, dass pro Flug im Durchschnitt pro Passagier wohl 1,43 Kilogramm Müll verursacht werden. Und das würde ja, also das ist wirklich extrem viel, ist schwer vorstellbar, das würde ja bedeuten, dass pro Jahr über 5 Milliarden Tonnen Müll zusammenkommen. In der zivilen Fliegerei. Das ist eine Menge. Das entspricht einem Gewicht von mehr als 14.000 voll beladenen Boeing 747. Und dann wird es wirklich langsam schwer vorstellbar. Aber das ist auch gar nicht unbedingt das Problem. Das große Problem dahinter ist vielmehr, dass dieser Müll nicht unbedingt recycelt wird, beziehungsweise auch gar nicht unbedingt recycelt werden kann. Es heißt, dass knapp 80% des im Flugzeug produzierten Mülls direkt ins Feuer beziehungsweise auf eine Mülldeponie wandern. Und das ist, wie gesagt, fast alles Plastik. Alles so extrem billig, wie es halt eben gerade geht. Und das kann für eine Fluggesellschaft jetzt gerade aktuell sehr effizient sein. Umweltschonend ist das aber auf gar keinen Fall. Das bedeutet, dass eine Fluggesellschaft hier also quasi Effizienzpunkte aufgeben müsste, um die Umweltproblematik an dieser Stelle anzugehen. Hier ist ein massives Umdenken beim Gesetzgeber bzw. beim einzelnen Passagier gefordert. Denn erst dann, wenn das immer weiter voranschreitet, wird es für die Fluggesellschaft interessant, hier wirklich etwas zu verändern. Denn irgendwann ab einem gewissen Punkt lässt sich aus dieser "Wir verzichten auf Plastik"-Geschichte, daraus lässt sich dann eine effektive Werbung basteln. Das zieht natürlich bereits bei vielen Passagieren und viele Fluggesellschaften haben darauf reagiert und weisen zum Beispiel ganz klar darauf hin, dass sie bereits Serviceabläufe so verändert haben, dass sie weniger Plastik benutzen müssen oder auf weniger Plastikkomponenten angewiesen sind. So veränderte zum Beispiel Condor gerade erst vor wenigen Monaten ihr Mahlzeitenkonzept auf der Kurz- und Mittelstrecke. Und so bietet das auf der einen Seite dem Passagier mehr Auswahl, während es auf der anderen Seite durch den reinen Aufbau des Tabletts, welches der Passagier dann an seinem Platz vorgesetzt bekommt, dabei setzt man auf wiederverwendbare bzw. auf weniger Plastikkomponenten und dadurch wird das Plastik selbstverständlich nicht entfernt, das Problem wird dadurch nicht gelöst, aber man verschwendet auch nicht mehr Unmengen an Plastik. Das ist keine Revolution, aber selbstverständlich eine Verbesserung und ein Schritt in die richtige Richtung. Andere Fluggesellschaften wollen zum Beispiel ab 2019, ab 2020, also bereits in kurzer Zeit, nur noch auf recycelte Plastikbecher setzen. Dazu gibt es dann noch wenige Fluggesellschaften allerdings, die meist auch nur aus reinen Werbezwecken dann wirklich sich eine Grenze gesetzt haben, wann sie den Service in der Kabine wirklich ohne Plastik durchführen möchten. Ryanair zum Beispiel in 5 Jahren. Bis das dann aber wirklich umgesetzt ist und wirklich so gut und so effizient für die Fluggesellschaft funktionieren kann, wie es aktuell mit Plastik funktioniert, das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Ob die das wirklich in 5 Jahren schaffen können, das wage ich zu bezweifeln. Aber wie gesagt, es ist der Gedanke in die richtige Richtung und wenn das Umdenken bei den Passagieren immer weitergeht, dann kann das auch wirklich funktionieren und die Fluggesellschaften kommen gar nicht mehr drum herum, hier wirklich etwas zu verändern. So viel also erst einmal dazu. Ich glaube, da waren schon mal ein paar interessante Denkanstöße dabei. Wenn man aber so ans eigentliche Flugzeugfliegen in Kombination mit Umwelt denkt, dann denkt man sicherlich erst einmal an den eigentlichen Kerosinverbrauch und dann vielleicht an den CO2-Ausstoß des Flugzeuges. Genauso wie man beim Auto auch an den eigentlichen Spritverbrauch und dann vielleicht auch an den CO2-Ausstoß denkt. Und beim Flugzeug wird das dann gerne mal auf einen Passagier pro 100 geflogenen Kilometern runtergerechnet. Denn da kommen dann wieder richtig schöne Werte raus, teilweise Spritverbräuche von unter 3 Liter pro 100 Kilometer pro Passagier. Dazu dann noch um die 200 Gramm ausgestoßenes CO2 pro Kilometer und dann denkt man sich, Mensch, das ist fast so sparsam wie mein Auto oder vielleicht sogar noch sparsamer, also läuft bei dem Flugzeug. Kommt natürlich auf Strecke, Flugzeugtyp und Auslastung an. Und betrachtet man dann das ganze Flugzeug, dann werden diese Werte selbstverständlich sehr viel größer und sehr viel eindrucksvoller. Für ein 150-sitziges Flugzeug zum Beispiel wird immer so ganz grob gerechnet, also zum Beispiel für eine Boeing 737-700 mit 150 Sitzplätzen, 2 Strahltriebwerken, da wird gerechnet, dass diese beiden Triebwerke pro Stunde etwa 850.000 Kilogramm Luft futtern. Ein gewisser Prozentsatz davon wird dann mit Kerosin vermischt und dann verbrannt. Dafür benötigt man pro Stunde etwas weniger als 3000 Kilogramm Kerosin. Und das dürften so um die 3700 Liter sein. Also die Zahlen werden schon wieder etwas größer. Dabei bläst das Flugzeug in einer Flugstunde gut 8500 Kilogramm CO2 in die Atmosphäre. Das ist dann wieder eine ganze Menge und eine ziemlich große Zahl. Ist aber ja auch nur ein Beispiel. Wie kann ich denn jetzt rausfinden, wie viel ich als einzelner Passagier dazu beitrage, auf einem speziellen Flug, den ich vielleicht gerade vor 2 Wochen geflogen bin? So etwas lässt sich selbstverständlich berechnen, zum Beispiel bei Atmosphäre. Diese Klimaschutzorganisation bietet euch mit ihrer Website die Möglichkeit, für einen speziellen Flug herauszufinden,
wie viel ihr ganz persönlich in Anführungszeichen zum CO2-Ausstoß des Flugzeuges beigetragen habt. Da gebt ihr einfach eure Flugroute, den Flugzeugtypen und die Buchungsklasse ein und schon bekommt ihr einen Wert heraus für euren Flug, vielleicht Hin- und Rückflug, wie auch immer ihr die Strecke geflogen seid, vielleicht mit Zwischenstopp. Das wird dort alles eingerechnet. Und dazu gibt es dann noch ein, zwei interessante Vergleiche und schon lässt sich dieser Wert an CO2-Ausstoß als Gewicht, das lässt sich dann wieder viel besser einordnen und dann kriegt man mal eine Ahnung von dem, was da überhaupt gerade in die Atmosphäre geblasen wird. Das also nur mal so als Info für zwischendurch. Am Anfang haben wir ja schon erklärt, dass eine Fluggesellschaft durchaus effizienter fliegen kann als eine andere Fluggesellschaft und dadurch irgendwo indirekt auch umweltschonender, umweltverträglicher fliegen kann als eine andere Fluggesellschaft. Und Atmosphäre stellt einmal im Jahr so eine Art Ranking auf, welche Fluggesellschaft dabei am umweltverträglichsten fliegt. Das ist dabei natürlich nur relativ betrachtet. Umweltschonend ist dadurch selbstverständlich niemand. Unter den Top 10 Airlines in diesem Ranking finden wir zwei deutsche Fluggesellschaften. Das ist zum einen Condor. Condor befindet sich da auf Platz 9 und TUIfly. Die findet man dann auf Platz 4. Auf Platz 1 ist TUI Airlines aus England zu finden. Und das sind Fluggesellschaften, die aktuell zu den klimaverträglichsten Fluggesellschaften der Welt gehören. Auf diese guten Plätze im Ranking kommen die Fluggesellschaften hauptsächlich dadurch, weil sie eine gute Auslastung haben, weil sie effiziente Flugzeuge betreiben und vor allem, weil sie sehr viele Sitze in ihrem Flugzeug haben. Denn selbstverständlich, wenn mehr Leute in einem Flugzeug sitzen, dann ist der CO2-Ausstoß und auch der Kerosinverbrauch pro Passagier geringer, als wenn weniger Leute im Flugzeug sitzen. Deswegen kommt eine Lufthansa, die eine große Business Class in den meisten Flugzeugen hat und dazu teilweise sogar noch eine First Class, deswegen landet die hier in diesem Ranking auch nur auf Platz 66. Aber ganz wichtig nochmal zu sagen, auch ein Platz 1 ist selbstverständlich nicht umweltschonend oder wirklich umweltfreundlich. Allein schon dadurch nicht, dass der CO2-Ausstoß eines Flugzeuges in großen Höhen etwa 2,5 mal schwerer zu bewerten ist als der CO2-Ausstoß zum Beispiel von einem Auto am Boden. Und jeglicher Effizienzvorteil, der durch immer neuere und modernere Flugzeuge überhaupt ermöglicht wird, der wird durch die immer weiter stetig wachsende Luftfahrt Jahr für Jahr aufs Neue aufgefressen. Also, da gibt es noch viele Bereiche und viele Themen, die wir uns angucken können, viele spannende Informationen, die vielleicht in den nächsten Videos noch dazukommen. Heute gab es hoffentlich schon mal den ein oder anderen netten Überblick und den ein oder anderen guten Denkanstoß. Ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt auf dieses Thema, auf euer Feedback und auf eure Meinung dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.